Stefan, für dich ist Struktur aber auch nur ein Filter bei Instagram, ne? So, am Anfang Bilderrätsel. Wen seht ihr hier? Wenn du Horst Rubesch bei Wish bestellst. Andi, hat dich überhaupt hier jemand gefragt? Dein Kopf ist auch eine Sicherheitskopie vom Arsch, ne? Ja, und in der Bundesliga, same procedure as every year, ne? Bayern und die Meisterschaft ist wie Dinner for One. Aber das guckst du ja auch jedes Jahr, obwohl du weißt, wie die Scheiße ausgeht. Ne? Der Kellner James hier, der ist auch wie Robert Lewandowski, ne? Keiner da, der ihn stört, da kann er einfach alles reinballern, was geht, ne? Das Einzige, was stören könnte, ist dieser scheiß Tiger auf dem Boden, ne? Wo er drüber stolpern soll. Und das passt irgendwie zur Konkurrenz von Bayern, ne? Der Tiger. Das sind nämlich hier Leipzig und Dortmund. Die liegen am Ende auch immer nur am Boden und jeder sieht's. Aber Dinner for One wird jetzt wieder spannend, ne? Holstein Kiel steigt jetzt auf, ne? Die Störche, ey. Haben die Bayern schon aus dem DFB-Pokal gehauen dieses Jahr, ne? Da wird der 10. Titel für die Bayern nächstes Jahr ein Kuckuckskind. Kevin! Boah, der ist so hohl. Seine Schwester fährt ein Smart. Er hat ihr eine Garage geschenkt, also so eine Tupperdose. Ja, und der DFB hat Auflösungserscheinungen, ne, wie meine Abwehr. Wobei, das ist jetzt nicht ganz fair. Ne? Meine Jungs, ja, ne? Die können zwar nichts, aber die sind richtig korrekt. Und sind keine machtgeilen Hengste. Wenn mein Stefan ins Auto steigt, ne, und sich das Lenkrad neu einstellt, ne, und so zum Körper hin, ne, da denkst du dir nichts bei. Die gleiche Aktion beim DFB-Mitarbeiter, der ins Auto steigt, ne, weißt du genau, Steuerhinterziehung. DFB-Präsident, ne, tritt ja jetzt zurück, ne, kann jetzt bei Schalke 04 anfangen, passt ja vom Namen her. Keller. Stefan, du rufst auch, ne, bei der Hotline zur Alkoholberatung an und fragst, haben Sie ein Rezept für ein Mojito? Oh, ey, Vatertag, hoffentlich wird das wieder nicht so hart, ey. Hier in der Tüte, da waren die kompletten Bifirol, ey, für den Hermann. Meine Fresse, ey, nach Vatertag kommt Katertag, ne. Motto für die Vatertagstour ist ja, Abstand halten und trotzdem dicht. Andi! Komm raus! Auswechslung! Ja sicher, du bist unser Kapitän! Der Kapitän hat am Brückentag frei! Ja, Bilanz Vatertagstour 2018 war. Ne? Der Hermann hat sich 37 Bier in eine Rüstung geknallt, ne? Hat gedacht, er pennt in seinem Hasenstall und ist im Einkaufswagen im Supermarkt wach geworden, ey. Boah, Vatertag ist für die Leber aber auch hart, ey. Der Stefan hat seine Frau angerufen und hat gesagt, hör mal rein bei den Verkehrsmeldungen. Kam der im Radio in den Verkehrsnachrichten, weil er total voll einen Zebrastreifen einrollen wollte. Ey, Schiri, das war doch abseits. Nö, ne? Beweis doch mal. Mann, ey, macht sich bei dir ein Gerichtsmediziner, ne? Ein Käsebrötchen, dann ist das auch forensisch belegt. Ja, Eintracht Frankfurt, ne, hat für die letzten Spiele einen neuen Trikotsponsor. Metzgerei Königsklasse. Jetzt geht's um die Wurst. Ja, Gegner Schalke, auch einen neuen Sponsor. Bestattungsinstitut Gelsenkirchen Nord. Jetzt komm doch mal runter. Boah, ey, geil war der Fährmann von Schalke, hier Nummer 1. Der sagte doch, ne, in einem Interview, um ehrlich zu sein, war ich total geschockt, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Ne. Kriegst überall einen Spruch gedrückt, ne, an jeder Ampel. Halten die Eltern ihren Kindern die Augen zu. Da habe ich mir gedacht, Junge, was willst du erwarten? Du hast eine scheiß Leistung gebracht und bist abgestiegen. Nee, darum ging es gar nicht. Er hat von seiner Zeit erzählt, als er Ferrari gefahren ist. Hier, Fährmann, mein Tipp, kauf dir doch einen gebrauchten Polo. Ne? Dann passt die Motorleistung jedenfalls zur Leistung von dir. Ey. Kevin! Boah, ey, der ist so hohl, der ist mit seinem Pakettransporter unter einer Brücke hängen geblieben und sagt zur Polizei, ich liefere die Brücke aus. Oh, ey, Mann, hoffentlich scheint irgendwann hier auch mal wieder die Sonne, ey. Zumindest hier. Macht das Wetter keine Zicken, kannst du draußen endlich wieder Fußball spielen.